Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich mal einen Energy Drink, den ich lange Zeit vergessen habe, weil ich einfach dachte, naja, den hast du bestimmt schon getestet. Und am Ende stellt sich raus, ist gar nicht so. Also, heute kommt für euch exklusiv Speedstar, The Power of Energy, Energy Drink Kokosblaubeere. Also, bleibt dran. Jo, wie konnte ich das nur vergessen? Ich habe den schon 100-mal getrunken, aber weil er halt billig ist. Aber ich habe vergessen zu reviewen. Tut mir leid, hole ich hiermit nach. Das Teil hat 46 Kilokalorien und 11 Gramm Zucker auf 100, was schon ein ordentlicher Klopper ist, aber preislich ist es im unteren Segment. Ich kann schon mal vorab verraten, Qualität ist aber im höheren Segment. Ja. Fand das auch am Start. Sei nicht so geldgeil. Und das Teil ist vegan. Ja. Und ist für Norma hergestellt. Ne? Aus Budapest. Ja. The Power of Energy. Kokosblaubeere. Das Design ist klassisch. Die neueren Pizza gefallen mir jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht warum, aber spricht mich nicht so sehr an. Aber es ist trotzdem okay. Ich würde sagen, vom Aussehen her, ja, schenk mir erstmal ein, gell. Mal ein schnelles Review zwischendrin, mal, muss auch mal sein. Oh, und es riecht, ja, richtig geil nach Kokos und Blaubeer, wunderbar. Und ihr könnt gespannt sein auf die Farbe, deswegen schenken wir ein. Ja. Es ist nämlich blau. Blau, blau blüht er den Zion, wenn die Molpen grün wir uns wiedersehen und so weiter. Und so blau sind wir dann. Naja, gut, egal. Holy shit! Er sieht ein bisschen aus wie, ich würde sagen, Schlumpfbibi. Hm? Schlumpf uriniert hat, Alter. Ja, Drecksau. Bisschen Bubbles hat's. Und es riecht einmalig, also wirklich wunderbar. Also designtechnisch, das hier ist eine 4 quasi und das hier ist noch das Sahnehäubchen drauf. Deswegen 5 Sterne fürs Design. So. Das ist aber schön Babyblau, gell? Hier, die Bubbles. Wunderbar. Prost. Und ab dem Weg. Prost. Oh, verdammt. Es schmeckt nach Kokos und Blaubeere. Und ja, und zwar in so einer geilen Mischung, dass weder Kokos überwiegt, noch Blaubeere irgendwie überwiegt, noch Energy überwiegt, das ist genau richtig. Und ich meine, die Teile kosten 30 Cent oder was, ja. Und da kann sich manch ein großer Energy-Hersteller mal eine Scheibe von abschneiden. Und zwar eine ganz große, finde, wie ich finde. Also, Leute von Spizza, wenn ihr das seht, ihr könnt mir gerne Sachen schicken. Teste ich euch durch. Natürlich mit der Prämisse, dass meine ehrliche Meinung da einfließen darf. Oder wird. Ja, wird halt, ne? Geschmacklich kriegt er von mir auch satte 5 Sterne, weil er ist erfrischend. Das ist was total erfrischend. Ich bin eh so ein Kokos-Fan. Ja. Auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass das hier so eine Art, also es wird wahrscheinlich Kokos-Aroma sein. Ja. Steht noch nicht mal mit drauf. Naja. Ah ja, gut, ja.
Auf jeden Fall bin ich ein totaler Kokosfan. Und Kokosblaubeere ist eine interessante, sehr geile Mischung. Muss ich wirklich zugeben. Ja, wenn ich den finde im Amazon, stelle ich ihn euch unten rein, damit ihr euch gönnen könnt. Und wenn nicht, stehen immer coole Sachen drin, die ich empfehle zu kaufen. Mal gucken, die Liste wird immer länger. Es gibt so viele geile Sachen, die ich gerne reinstelle, die ihr euch gönnen könnt, die ich, wie ich finde, gut finde. Ja, dann würde ich sagen, schreibt mir in die Box, wenn ihr den schon getestet habt. Oder wenn euch Sachen einfallen, die ich noch nicht getestet habe. Ihr könnt ja meinen Kanal genau durchsuchen. Und wenn euch was auffällt, hey, das hast du aber noch nicht getestet, schreibt es mal unten rein. Würde mich sehr freuen. Weil ich habe auch nicht immer alles im Kopf. Ihr seht ja, die sind komplett an mir vorbeigegangen. Obwohl ich sie gekauft, getrunken habe und alles, ich habe es vergessen. Ich habe immer gedacht, oh ja, komm, die hast du ja schon. Da hast du ja schon ein Video drüber gemacht. Na? Ja, dann würde ich sagen, bis demnächst. Bleibt mir weiterhin treu. Drückt die Glocke, ist ganz wichtig. Haben viele vergessen. Und abonniert mich, seid fleißig. Bleibt gesund. Bis demnächst. Gute Fahrt, Jungs und Mädels.